Identifikation stiften. Das schulische Leben hält dauernd irgendwelche Erwartungen bereit. Das klingt anstrengend, unbequem, ist es auch. Eine Spaßbremse für das Lustprinzip. Das löst entsprechende Widerstände aus. Widerstände haben verschiedene Gesichter. So tun als ob beispielsweise ist eine verbreitete Form von Widerstand. Und erst noch eine sozialverträgliche. Ähnlich wie die Flucht hinter Bildschirm oder Kopfhörer. Auch eine mehr oder weniger demonstrative Art von Ausgrenzung. Und natürlich, wer etwas partout nicht will, kann auch gröberes Geschütz auffahren. Mobbing, Vandalismus, Gewalt. Widerstand in all seinen Formen hat ein Gegenmittel. Identifikation. Man kann sich identifizieren mit Gruppen, Peers beispielsweise, mit deren Verhalten, ihrer Sprache, ihrer Mode, ihren Haltungen. So sein wie die anderen ist ein starkes Motiv, weit über das Jugendalter hinaus. Nicht nur Gruppen, auch Einzelpersonen mit Vorbildwirkung können eine identifikationsbildende Wirkung haben. Identifikationsfiguren eben. Und nicht zu vergessen, die Identifikation mit Dingen und Tätigkeiten, mit denen man seine Zeit und seine Gedanken verbringt. Das Prinzip ist einfach, die Wirkung nachhaltig. Je geringer die Identifikation, desto größer der Widerstand. Oder andersrum, je größer die Identifikation, desto geringer der Widerstand. Wir können nichts tun gegen den Widerstand. Gar nichts. Aber wir können etwas tun für die Identifikation. Wir können Identifikation stiften. Wir können dafür sorgen, dass Lernende sich identifizieren mit dem, was sie weiterbringt. Und mit den Menschen, die das von ihnen erwarten.